Nicht nur das Bergbaumuseum lockt viele Besucherinnen und Besucher nach Fohnsdorf, sondern auch zahlreiche Freizeitaktivitäten, angefangen von der Aqualux-Therme Fohnsdorf bis hin zu wunderbaren Wanderwegen. Aber auch Veranstaltungen das ganze Jahr über runden das Freizeitangebot ab. Sie leben in Fohnsdorf, Fohnsdorf erleben. Was können Heimische, aber auch Touristen hier in Fohnsdorf erleben? Sagte das schon, erleben. In Fohnsdorf kann man so tolle Dinge erleben wie eine Therme Aqualux oder ein Bergbaumuseum, das auf die Tradition über ein paar hundert Jahre hinweist, mit einem schönen Museum. Wir haben ein Fahraktivtechnikzentrum, wo man sich auch weiterbilden kann. Vom Motorrad bis zum Auto. Wir haben wunderbare Gastronomie hier bei uns, kulturelle Veranstaltungen. Also was willst du mehr? Alles, was das Herz begehrt, kann man in Fohnsdorf machen. Als Gast natürlich auch die Bevölkerung. Wie hat sich der Tourismus in den letzten Jahren entwickelt? Da muss man auch sagen, von einer Industriestadt, Dorf, Industriedorf weg, war es ja nicht so einfach, sich dort in den Tourismus hineinzuarbeiten. Ein kleines Pflänzchen wurde schon über 30 Jahre ist das her, gepflanzt. Und immer mehr konnten wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit den Vereinen und natürlich auch unseren Kulturträgern dazu beitragen, dass Fohnsdorf wirklich auch zum Herzeigen geworden ist. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf.